nicht geschlagen, die einzige Mannschaft in der ersten Division. Auf der anderen Seite Rapid, 10 Spiele lang unbesiegt, das letzte Mal aber ausgerechnet in der Grum, 0:2 verloren im März. Naja, und die Fans waren natürlich gespannt, was da alles passieren kann. Bei Rapid schaut so aus, dass einige fehlen, Mandreke und den Mann kennen Sie, mit dem Rapid-Kapperl Didi Kübauer. Für uns am Sport am Samstag macht er eine Analyse unter den Fans auf der Tribüne. 12.500 Besucher also im Hanapi-Stadion. Beide Mannschaften mit einem ähnlichen Konzept, jeweils eine Sturmspitze, 6 Mann im Mittelfeld und die erste Möglichkeit, die hat Prilasnik für die Grazer. Die Begeisterung für Rapid ist groß, aber man spürt doch ein bisschen, dass ein Spielmacher fehlt. Gugi, Ermanis, er kam anstelle von Kübauer und Mandreko in die Mannschaft. Hier setzt er sich einmal durch. Guter Kopfball von Slivovski. Herab, sehr energisch. Hat er Pech gehabt, Ball noch ein bisschen abgefälscht, sehr viel Bewegung im Spiel, er bleibt gelassen, Ernst Dokupin. Kuki. Rapid wirkt etwas energischer, die Grazer ziehen sich weiter zurück, Slivovski. Im Augenblick noch nicht sein Tag. Einmal hält Gorjuk und einmal trifft er nur die Querlatte. Vettel, gefault von Schöttl, es gibt die gelbe Karte. Trifft Rapid hart, denn es ist die 7. gelbe Karte von Schöttl, damit wird er im Derby fehlen. Er kann wieder beruhigt Platz nehmen. Vettel macht weiter. Haas. Hörmann mit einer großen Laufarbeit im Mittelfeld. Marasek. Und auch da gibt es eine gelbe Karte. Und zwar für Schopp nach dieser Attacke an Marasek. Das Spiel verflacht jetzt ein bisschen. Die ganz großen Möglichkeiten fehlen im Augenblick. Marasek. Fürk. Missverständnis. Bosch, Gorjuk. Erster Versuch. Nächster Versuch von Kuki jetzt. Und der war dann schon raus. Die Sturmanhänger fühlen sich durchaus wohl im Hanapi-Stadion. Herab. Ja, da muss er abdrehen. Kuki. Pausenstand 0:0. Nach dem Seitenwechsel eine zweite wirkliche Spitze bei Rapid, nämlich Obrecht. Ermanis aus dem Spiel. Missverständnis hier im Mittelfeld, noch Abstimmungsprobleme, Schöttl. An die Stange von Haas, da ist Hörmann und ein unglaubliches Tor zum 1:0 in der 47. Minute. Bastic, dann Haas, trifft die Stange. Und dann verwertet Hörmann sein dritter Treffer im Verlauf der Meisterschaft. Aber was für ein Tor. 1:0 also für Sturm. Sturm bleibt der Angstgegner. Foul an Fürk. Rapid versucht jetzt den Druck noch zu verstärken. Fürk. Großartige Reaktion von Gorjuk.
So sieht das Ganze von der Torkamera aus. Der nächste Freistoß, Barisic. Und diesmal trifft er. 1:1 in der 58. Minute. Zoran Barisic. Sehr schöner Schuss. Gorjub zunächst. Der Held, jetzt der Unglücksrabe, denn er lässt den Ball passieren. Hier noch einmal, sehr geschickt gemacht von Herab. Er öffnet die Lücke und unter dem Bauch von Gorjub der Ball ins Tor. Er registriert mit Kopfschütteln. Ivica Osim, sie feiern wieder ihre Mannschaft, die Rapid-Fans. Tor, das Sturm nach drei Treffern, nach drei Spielen ohne Gegentreffer kassieren muss. Ivica Osim feuert seine Mannschaft noch einmal an. Ein bisschen hat man das Gefühl, dass sich bei Rapid jetzt die Strapazen der letzten Tage bemerkbar machen. Schopp und da ist Wettel und 2:1 für Sturm. In der 71. Minute. Perfekt herausgespielt. Von Schopp und Wettel das 2:1 für Sturm in der 71. Minute. Haas. Bastic für Grasler, noch immer Grasler. Da tanzt die Rapid-Abwehr aus und das 3:1 in der 78. Minute. 3:1 für Sturm durch Grasler. Super Tor, auch zum 3:1. Er bleibt gelassen. Die Fans jubeln trotz des Rückstands von 1:3 Kübauer gelassen. Ja, und die Reaktionen nach dem Schlusspfiff, die sagen alles. Rapid verliert und die Sturmfans tanzen eine Polonaise. 3:1 gewinnt Sturm im Hanapi-Stadion und feiert damit den 4. Sieg gegen Rapid. Ja, ausschlaggebend war sicher das Dienstagspiel gegen Salzburg. Einerseits und andererseits war es so, dass wir jetzt unsere Ausfälle in diesem Spiel nicht kompensieren konnten. Wir hatten für die Positionen nicht die geeigneten Spieler mehr. Und noch dazu mussten Spieler spielen, die objektiv gesehen, wo wir wussten, sie sind außer Form. Damit die Serie der Grazer hält an, 1:3 und richtiger Tipp 2 für die Toto-Freunde. Ich freue mich, dass jetzt der Walter Hörmann im Hanapi-Stadion steht. Hallo Walter, herzliche Gratulation erst einmal zum Tor, auch zum Erfolg. Die Frage, die alle Fußballfans wahrscheinlich beschäftigt, wie macht ihr das? Wo liegt das Geheimnis? Wie arbeitet Osim mit euch? Was macht er unter der Woche? Einzeltraining, individuell oder im Kollektiv? Nein, ich glaube, jeder, der unser Training beobachtet, der weiß, dass wir sehr gut trainieren, dass unser Training eine hohe Qualität hat. Und vor allem, wir trainieren alles in Spielformen und das irrsinnig intensiv und sehr oft. Also wie gesagt, wir haben ein perfektes Training und das ist, glaube ich, der Grundstein zum Erfolg. Wann geht denn das in die Köpfe rein, dass man gleich attackieren muss, Vorchecking machen muss, dass man sich eigentlich damit Laufarbeit erspart? Ja, wir haben auch eine sehr gute Mannschaft, man muss das dazu sagen. Wir haben eine hervorragende Mischung, wir haben sehr gute Fußballer. Wir sind vielleicht etwas zu knapp mit dem Kader. Wenn wir 2-3 Ausfälle haben, dann haben wir große Probleme. Aber wie gesagt, wir trainieren immer in Spielformen, 4-4, 5-5. Wir haben ein super Training. Und das setzt sich eben um. Wir haben im Winter sehr viel trainiert, wir haben sehr viele Spiele gemacht und jetzt sieht man eben die Erfolge. Wenn es im Herbst auch schon so eine Serie gegeben hätte, dann könnte man leichter die Frage stellen, wie schaut es mit der Titelambition aus? Ja, wir denken nicht an Titel. Wir haben eben im Herbst sehr viele Punkte verloren. Wir haben auch jetzt im Frühjahr, obwohl wir eine super Serie haben, den einen oder anderen Punkt unnötig verloren, meiner Meinung nach. Und ich glaube, der Titel wäre etwas zu früh, aber wir spielen jedes Spiel wie ein Cupfinale und wir haben noch 4 Spiele, man wird sehen. Vielleicht, wenn wir am Ende vorne sind, sind wir sicher nicht böse. Ein UEFA-Cup-Rang wäre natürlich auch schön. Ja, jetzt wollen wir schon in einen internationalen Bewerb, das muss ich ganz ehrlich sagen, denn ich glaube, wir hätten uns ihn jetzt verdient. Gut, Walter, dann gute Reise nach Graz und das nächste Spiel kommt ja bald und die Vorbereitung läuft auch schon wieder an. Dankeschön und Dankeschön. Gute Reise. Gratuliere nochmal. So,
Damit wären wir schon beim nächsten Thema, das ist die Bilanz dieser Woche und die Sitzung.